Sie sind hier, 24. August 2018, 19 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern ein Catsuit ist bei den French Open in Zukunft nicht mehr erlaubt. Urheberrecht Getty Images. Bei den French Open macht Serena Williams mit ihrem Catsuit-Outfit Schlagzeilen. Für die Turnierleitung zu viel, in Zukunft ist eine derartige Garderobe verboten. Die 23-malige Grand Slam-Siegerin Serena Williams, USA, wird in Zukunft bei den French Open auf ihren Catsuit verzichten müssen. Wie der französische Tennisverband FFT am Freitag mitteilte, wird ein Dresscode eingeführt, der die Kleidung der Sportler regulieren soll. Ich glaube, dass wir manchmal zu weit gegangen sind, sagte FFT-Präsident Bernard Giudicelli. Williams, 36, die bislang dreimal in Roland Garros triumphierte, hatte sich bei ihrem Grand Slam-Comeback Ende Mai im schwarzen Catsuit wie eine Superheldin, eine Kriegerin, die Königin von Wakanda, gefühlt. Regeln nicht wie in Wimbledon, das wird nicht mehr akzeptiert. Der Sport und der Platz müssen respektiert werden, sagte Giudicelli in einem Interview mit dem Tennismagazin. Punkt. Die Regeln sollen aber nicht so streng sein wie in Wimbledon, wo die Athleten ganz in Weiß auftreten müssen.